Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Drank Fever. Ja, wir sind mittlerweile auch schon bei Folge 20 angekommen. Ja, soweit war ich bisher persönlich in der Drank Fever Aufnahme noch nie, ja, muss ich mal ehrlich sagen. Und wir sehen hier das letztes Mal angeschlossene Abzweigung. Ich möchte hier bloß nochmal schnell schauen, welche Geschwindigkeiten wir hier hatten. Okay, wir hatten hier bloß 150. Ist natürlich nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ja, 150 rum. Ja, das werden wir dann noch sehen. Wir sind im Jahr. Aber ich kann mal auf Play machen. Wir haben noch keine neuen Signale bekommen. Oder sind die weiter unten? Ne, wir haben noch keine neuen Signale bekommen. Schade. Ja. Aber wir könnten. Das ist die Frage, weil ich möchte ja später auch hier von Hüfingen hier über die ganzen Inseln. Hier rüber. Da, nach Balingen kommen. Jetzt ist die Frage, weil wir haben ja hier zwei Gleise, genau. Ob wir hier nochmal einen Abzweig machen? Oder könnten wir eigentlich generell den größeren Bahnhof hinbauen. Kann ich ja nochmal schnell speichern. So. Weisen wir den nochmal ab. Und wir brauchen jetzt einen fünfgleisigen. Ah, wir haben auch hier den neuen vom lieben Bandion installiert. Der würde mir ja persönlich besser gefallen, aber da müssten wir die ganzen Schienen neu setzen. Ich glaube, wir nehmen einfach den. So, und das geht nicht. Warum? Wegen da hinten. Aber die Schienen passen auch gar nicht. Ah, wir stehen da ein bisschen krumm. Okay. Ach. Dann müssen wir das leider abreißen hier. So. Müssen wir den drehen. Schauen wir mal. So wird es ja nicht schlecht aussehen. Genau. Dann müssten wir hier unten nochmal schnell die Anschlüsse neu machen. Das dauert ja nicht lang. Wie lange geht denn das bis dahin? Ja. Machen wir mal schnell. Einmal. Zweimal. Ich sehe, hier fehlt das zweite Gleis. Warum denn das zweite Gleis? Ach, das ist erst hier. Ah, okay. Dann ziehen wir das mal durch. Durch den riesen Tunnel. So, und dann schauen wir mal. Okay, das geht schon mal nicht. Machen wir da kurz eine Weiche rein. Das ist Bahnhof. Das ist, Geschwindigkeit ist in Ordnung. Die werden noch schnell. Dann machen wir hier eine Weiche rein. 100.
Nehmen wir mal 80, weil hier werden ja auch eher schnellere Züge dann drauf fahren. Schauen wir mal, würden wir hier? Das muss ich gleich mal testen. Ja, okay, jetzt haben die hier uns alles zugebaut. Ist natürlich nicht so geil. Auf jeden Fall kommt hier sowas hin. Ja? Und die werden ja dann weitergeführt nach Alsleben. Am besten würde mir gefallen, ja, irgendwie so. Oder so? Ach so, geht dann nicht. Ja, dann machen wir da noch den Tunnel rein. Ja. Moment. Wir müssen die andere Schiene mal mitziehen. Damit wir mal sehen, was wir alles abreißen müssen. Okay, der Tunnel würde erst da entstehen. Okay, das wäre glaube ich noch kein Bahnübergang. Ab jetzt wäre es ein Bahnübergang. Dann wäre hier wieder ein Tunnel und wir müssten... Na ja gut, wie ich schon dachte. Also... Das muss alles weg. Ja, die machen wir auch noch weg. Jetzt dürfte es aber keine Probleme mehr geben. Ah. Gerutscht. Halt, abgerutscht. So. Okay, was gibt's jetzt noch? Oh, hier die Häuser. Nicht genügend Platz. So. Das Ganze würde dann so aussehen. Wäre nicht schlecht. Um hier noch eine von diesen. Okay, hier, ja klar, hier müssen wir einen Tunnel machen. Oh, hier wäre aber heftig aufgeschüttet. Na gut, können wir nicht viel machen. Ja, würde ich mal so bauen. Na, falsche Tunnel. Egal. Was? Kollision mit? Oh. Okay. So. Lassen wir das Spiel mal wieder laufen, dass ein bisschen Geld reinkommt. Das können wir mal schließen. Ja, das ist halt da ein bisschen auf einem Damm. Aber das ist ja nicht schlimm. Dann müssen wir hier noch reinkommen. Sechzig ist okay, würde ich mal sagen. Dann hier mit 80 weiter. Ja, das ist okay so. So. Oder würde das gehen?
Würde das gehen, dass hier noch eine Weiche wäre? Weichenbau fehlgeschlagen. Ne, würde nicht gehen, okay. Dann machen wir das so. Genau, dann gehen wir hier noch raus. Und das führt jetzt hier rüber nach Balingen. So, könnten wir auf der Strecke noch irgendwie was mitnehmen? Was ist das? Halt. Holz zu Güter. Wie haben wir jetzt eigentlich gesagt, dass wir hier unser Güter produzieren wollen? Hier über das Getreide? Wie haben wir das jetzt gesagt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Oder auch hier über dieses. Aber da müsste es eigentlich nur mal irgendwo ein Sägewerk geben. Oder? Gucken wir mal schnell. Eigentlich müsste es doch zwei. Genau. Wald. Wo ist das? Eine ist bei Regis Breiten, das andere ist bei Hüfingen. Okay, wo ist Regis Breiten? Regis Breiten, da. Das darüber. Boah. Das ist fast unmöglich. Boah, hier, das ist Kies. Also die Güterproduktion, die ist echt bescheiden. Ich glaube, wir machen das so, wir holen von da hinten Getreide, fahren über diese Linie hier, ja, die ja hier dann reinkommt. Die lassen wir dann dort fahren. So, und dann müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir da oben hinkommen. Boah. Wie sollen wir denn da oben hinkommen? Okay, ich glaube, wir bauen ja erstmal das hier. Das bauen wir mal gerade. Ja. Wir könnten ja auch sagen, bau hier eine Brücke. Nee, wir wollen ja eigentlich. Muss ich kurz schauen. Oh, die Insel hier, die ist ja so uneben, das ist ja krass. Ist ja mega krass. Wir müssen hier irgendwo, müssen wir zumindest mal einen mittleren. Ah, Moment, wir könnten das ja dann wieder so machen. Wir könnten ja hier Durchgangsverkehr machen, plus. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Wir könnten sagen, hier, Durchgangsverkehr. Und für die schnelle Züge hier nach Balingen und so weiter. Und, dass halt die Güterzüge dann sozusagen rechts und links dann halten. Das könnten wir dann zum Beispiel sagen. Jetzt ist die Frage, würde da auch ein großer hinpassen? Würde ja, wenn wir das mal abreißen würden. Moment.
den hier. Ich weiß nicht, warum Train Fever so leckt, wenn man große Bahnhöfe hier platzieren möchte. Okay, ich brauche auf jeden Fall hier genug Platz. Oh yeah, auch noch mit dem Autosave. Der TGW kommt schon. Okay, warum leckt das? Das leckt wahrscheinlich so wegen dem Bahnhof. Ich brauche da genügend Platz für meine Weichen. Ich platziere den jetzt einfach mal. Ach du Scheiße, wie viel kommt denn da? Okay, der ist verfügbar. Wie geht das weg? Ah, jetzt ist es weg. Zudem muss ich hier noch irgendwie eine Brücke rüberregen. Oder wir sagen. Oder wir sagen einfach. Dass es gleich hier lang geht. So. Moment, können wir gleich upgraden hier. Ja, das können wir ja mal so lassen hier. Sieht zwar ein bisschen dumm aus, aber kann ich jetzt auch nicht viel dran machen. Wow. Oh, wo müssen wir hin? Genau, ich wollte noch gucken, wie wir hier fahren. Wir könnten hier links. Und dann hier rechts vorbei. So müssen wir dann doch eher so. Aber ich brauche hier noch deutlich Platz für Weichen und desgleichen. So, bis wohin soll denn die Brücke gehen? Bis dahin würde die Brücke gehen. What? Was ist mit dem Pfeiler passiert? Okay, die Brücke scheint irgendwie ein bisschen rumzuspacken. Nimm mal die. Hier so. Yep. Wunderbar. Ist bloß die Sache, ich möchte das hier natürlich eingeebnet haben. So weit wie es geht. Ja, da geht's schon wieder nicht mehr. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ist bloß die Frage, so groß ist hier der Prellbock. Probieren wir mal so. Jawohl,
passt. Wunderbar. Was nicht möglich? Einfahrt. Ja, machen wir mal. Ja, gut, 100 Einfahrt. Machen wir mal so. Haben wir den schon umbenannt? Bahnhof. Jo. Und dann würde ich mal sagen, werden wir dann hier nächste Folge weiterbauen. Die schöne Strecke nach Balingen und hier noch dran vorbei. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.